denn wir befinden uns heute in einem absolut riesigen Aquarium. Ich würde mich echt freuen, wenn hier Bikini Bottom oder sowas gebaut wird. Alter, hier ist ja mal komplett von SpongeBob mäßig. Boah, Digga, was? Alter! Bro! Bro! Leute, willkommen zu diesem wunderbaren Community-Projekt, denn wir schauen mal ganz kurz rein, was diese ganzen Vollidioten hier innerhalb von weiß ich wie vielen Tagen in, Tobi, ich glaube es waren 5 Tage, ne? Yeah. 5 Tage hier in Minecraft in einem Aquarium gebaut haben. Kurzer Umstand des Ganzen, die ganzen Leute mussten hier unter Wasser leben, wer an der Oberfläche war, ist tatsächlich gestorben. Wir haben hier auf jeden Fall eine Kathedrale, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Hier hat jemand einen Tempel gebaut. Zitronensalz von Team Bambus hat hier eine riesige Kirche gebaut, Junge. Ganz, ganz wild, Alter. Ich weiß nicht genau, ob Bäume unter Wasser wachsen. Nee, wir haben jetzt peu à peu die Map fluten lassen. Wie? Damit die mehr Baufläche nach oben haben. Oh, das heißt, ihr erhöht immer den Pegel. Ja. Alter, rein in den Pegel, Junge. Schön einen reinsaufen. Geil, Junge. Das ist sehr, sehr insane. Dann haben wir hier einfach mal komplette Spandauer Altstadt gefühlt, Alter. Wirklich, das sieht hier aus wie... Digga, hier ist komplette... Alter, hier ist ja mal komplett von SpongeBob-mäßig. Ja. Bruder, wie wild ist das denn? Was ist das hier? Hier hat jemand einfach einen riesigen Pilz gebaut. Was soll das? Kann mir jemand erklären, was das soll? Also, ich meine, das ist interessant so, aber was steht hier? Vive stinkt, finde ich geil. Bro, what the fuck, Digga? Warte mal. Diese SpongeBob-Ding hier, Digga, ist ja mal komplett insane. Sieht sehr, sehr wild aus. Junge, hier ist der Kamm-Bucket. An, es heißt nicht Bucket, oder, Tobi? Chum-Bucket. hier ist ein Eimer voll... Dann hat es hier die krosse Krabibbe. Sehr, sehr geil, Alter. Also das ist wirklich ziemlich wild, Junge. Thaddäus, sein Boot sieht ein bisschen seltsam aus, keine Ahnung. Aber es funktioniert, Digga. Dann haben wir hier Don Balbano, keine Ahnung, was das soll. Ja, ein Bier, ein Sand, alles klar. Okay, dann ist hier das Haus von Patrick, gebaut von Team Bambus. Ja gut, Patricks Haus ist extrem, sehr, also ist wirklich saugeil eingerichtet. Das beste Haus, was ich jemals gesehen habe in Deutschland. Kann man nicht anders sagen, Digga. SpongeBob's Ananas, ja. Ich sag's so, ne? Ist auch da, ist eine Ananas. Und Thaddäus Haus, da reden wir gar nicht am besten erst drüber. Das ist auch komplett leer von innen, weil Thaddäus hat die Stadt verlassen. Also, der Bucket und die Krabibbe sind auf jeden Fall die besten Dinger. Der ist auf jeden Fall ganz wild. Wie Queenie Bottom, Junge. Im versunkenen... Tobi, lass es einfach. Hier hat Team Bambus sich einen eigenen Spawn gebaut. Hier sind auf jeden Fall so ein paar Ruinen auf Atlantis angelehnt. Dann hat es hier nochmal das Haus von Heiliger Bambus. Ich weiß nicht genau. Auch geil, Digga. Komplett unterwassermäßig. Nice, Mann. Digga, das sind geile Hütten hier, ne? Also ganz ehrlich, als Real Estate-Makler würde ich sagen... Jetzt hol ich einfach eine geile Wohnung. Auf geht's. Rein in die Masse. Digga, hier ist dieses U-Boot von SpongeBob auch. Guck mal, dieses Restaurant. Kennst du das? Hier ist sogar auch von Mr. Krabs das Haus gebaut worden. Echt? Der Anker? Der Anker, ja. Wo? Hier ist nochmal die krosse Krabbe. Lol, was? Ja. Mom, ich Digga, komme. Ist sehr wild. Also es ist halt so, die Boah, ganzen, Digga, haben, was? Denen einiges noch ein bisschen an Baumaterialien gegeben. Bro, ja. What the fuck? Weil die halt alles, also die Clay-Sachen hätten die alle nicht so bekommen können. Digga, wie wild, Mann. Mashallah, Baby. Hier wohnt Mr. Krabs. Digga, einfach mal Bikini Bottom it in, Junge. Bikini das ist sehr, sehr Orten, stark. Ne? Was? Bikini Orten. Kennst Tobi, du das? Komm, bitte, lass einfach gut sein. Dann haben wir hier... ein paar Skins gebaut, die bewohnt sind. Eine saugeile Statue, Tobi, guck mal hier. Also ich weiß nicht, irgendwas ist mit dem Gesicht von dieser Statue ist irgendwie... Aber sonst an sich... Echt nice. Hier ist der Spawn, dann hat jemand einfach nochmal gesagt, nee, Digga, ich baue jetzt mein eigenes Atlantis. Junge, wie fett... Alter! Tobi, what the f***? Komm mal mit dir rüber, Bro. Uff, Digga, eine Schildkröte. Auf Schildkröte angelehnt, Junge. Nee, warte, was ist das? Digga, das ist ein Rochen. Das ist Jochen. Jochen, der mein Nachbar. Guck mal, flieg mal vorne den Mund rein. Da überrascht dich was. Was denn? Ich bin da drin. Du bist unsichtbar. Du bist im Game Mode 3, also. Ja, Digga, das sieht ja mal so geisteskrank aus. Holy s***, Digga. Digga, sehr, sehr wild. Wirklich. Also, das ist wirklich crazy. Die Skins mal, hier... Die Statuen hier hinten gesehen? Welche? Die aus Prismarinblöcken und so? Ja, auch wild, Junge. Digga, komm Don mal hier, Balbanus, rechts daneben. Don Balbanus Onkel? Ah, ja. Okay. Wilde Statue, Bro. Ganz, ganz wild. Also auf jeden Fall nicht bewohnt, aber trotzdem extrem geil. Hast du den Tempel hier schon gesehen? Warte bitte, ich schau mir gerade die Skins an, die sich gegenseitig ganz unangenehm auf nicht 1,50 Meter Basis gegenüberstehen. Da wohnen ja Leute drin in den Skins. Die haben sich da wirklich Wohnungen reingepflanzt. Also ganz ehrlich, das ist wirklich einfach ein Merkmal von extrem großer Einsamkeit hier. Feier ich, liebe Community, feier ich wirklich. Da haben wir einiges gemeinsam. Sehr, sehr stark, Mann. Also absolut wild. Digga, hier vor dieser Tempel ist ja auch mal geisteskrank, ne? Ja, den meinte ich. Bro. Der sieht sehr, sehr krank aus. Holy f***, guck mal, hier steht immer so... Hä? Ja, das ist der von Nike, den er Nike gemacht hat. Alter. Wieso stehen hier so... Wie stehen hier diese Leute?
Die, ja, Nike ist ja auch ein bisschen am Aushelfen, der hat ja auch auf dem Server OP. Bro! Und du kannst per Befehle denen halt die AI entziehen, dann bewegen die sich nicht mehr. Bro, wie geisteskrank, Mann. Wilde Tempel, wilde diese. Tempel. Digga, dann haben wir hier noch so ein riesiges Holz. Hier ist auch nochmal detailreicher. Einmal Holz, Patrick's Haus ein bisschen und Thaddäus und SpongeBob. Also ein bisschen mehr. Oh, Bro, ja, Mann, ja, stimmt. Hier das Haus von Thaddäus auf Knacks angelehnt mit einem Tisch drinne, ja. SpongeBob's Ananas. Wie viel ist hier jetzt noch entstanden? Digga, oh mein Gott, guck mal hier, Tobi. Warte, ich komm. Bro, die haben das hier. Digga, das ist so heftig hier. Oh, lol, Digga. Oh, geil, ey. Also, das ist wirklich, wirklich wild. Komplett von der Community gebaut, ne? Hier hat jemand einen Pfeil nach unten. Warte mal, Tobi, komm mal her. Bro, die haben einfach Agent Yannicks Haus. Quincera, die haben sich hier auch Häuser gebaut. So unter lol, Erde. Digga, einfach hier. Was ist das? Warte mal, ist es ein Quiz? Skybase auf Quiz, Knacks Digga. Angelehnt. Ah, okay, wir spielen das Quiz, ja? Warte. Okay, Quiz Arena. Frage 1. Wie heißt Revis Collection? Ja, Revi Gang. Wie war die Frage, das erste Video auf Revi Gang? Revi zu Tubo, Twitch Realtalk, Revi geht auf das schwere Vorteil. Revi zu Tubo, natürlich. Die richtige Antwort war die mit Rezo, ja. Welches Video sieht man als erstes, wenn man den Kanal Revinzer betritt? Realtalk über Rassismus, wichtiges Thema. Ich wollte niemals betrunken Chinesisch kochen. Natürlich, Alter. Das hätte aber das Link richtige. Ja, das stimmt eigentlich schon. Glückwunsch, dass die ersten drei Fragen richtig beantworten. Beim nächsten Event gibt es die nächsten drei Fragen. Geiles Konzept, Bro. Fühle ich sehr. Extrem stark. Also, Dicker, hier jetzt nochmal Bikini. Bro, what the fuck, man? Like, what the actual fuck, Alter? Tobi, Digga, hier hat einer eine Werft auf Digga. Knacks gebaut. Guck mal. Unter Wasser, aber das Schiff bringt ja Bro, nichts. Bro, das. Nee, das muss noch Segel bekommen. Dann fliegt das hoch, ne? Ah, auf Dings, Auftrieb Ballon. Angelehnt. Weißt du? Digga, ja, mit Ballon, oder halt. So wie hast du gerade gesagt, Ballon? Ballon. Bro, es heißt Ballon. Ballon? Du hast Ballon gesagt. Ballon. B-A, ich wie schreibt man das? Nicht, du sagst Wie schreibt man ich das? Ich diskutiere nicht wie mit schreibt dir. Man Ballon? B-A-L-L-O-N-G. Ballon. N. Nein, N. Hier haben wir auch nochmal ganz, ganz wilde Häuser. Der Dude hier hat einfach einen Springbrunnen unter Wasser gebaut. Tobi? Mann, den weg, Digga. Kannst du mir ganz, also ganz kurz, Bro. Pock. Möchtest du mir vielleicht ganz kurz erklären, Digga? Über das hier Wasser. Läuft Wasser. Hier läuft Wasser runter, Digga. Bro. Er hat recht, der Springboot funktioniert. Ja. Also, das ist ja mal wild. Oh, oh mein Gott, Tobi, komm mal her, Bro. What the f***, komm mal hier. Lol. Brr. Digga, einfach so Stützen reingebaut, so Minenschachtmäßig. Hier wohnt Team Bambus. Das stimmt doch gar nicht, hier haben wir da vorne. Guck mal, wie geil, Junge. Yeah. Hier sind so auch so ertrunken und sowas, die hier so. Bro, wie nice. Ah, Revi, Frau Bra, du bist hier. Bro, what the f***? Alter, Digga, die haben eine komplette Unterwasserhöhle. Digga, ja, moin. So schön aus, Bro, das ist ja mal, also, das ist ja mal anders wild. Alter, das ist wirklich Digga, krass. Sehr, sehr schön hier. Ich würde hier leben. Voila, ich würde hier leben. Nein, du würdest hier nicht leben, weil du stirbst, Digga. Timex, Revi ist cooler als ich. Weißt du, was ich das gesagt? Ja. Guck mal hier, Tobi, man sieht auch hier, wie geflutet worden ist. Schau mal hier. Ja, ja. Digga, die arme Welt. Hier hat sich einer gedacht, er ist Sauron, Digga. Er hat sich hier so einen Schwimmturm gebaut, Digga. So nicht, Minion. Der arme, Alter. Der arme Junge. Also bei dem ist ja alles vorbeigezogen, ne? Ja, da müsste die Eltern sich ganz, ganz wenig Zeit genommen haben. Ja, da brat mir noch einer einen Storch, Alter. Also wirklich. Was? Hat jemand eine Wasserrutsche unter... Nee, was ist das? Digga, eine Wasserrutsche unter Wasser wäre, das wäre komplett los. Wilde Wasserrutsche für Baby. Oh, Bro, guck mal hier. Hier hat so einen riesigen Buttplug aus Wasser und Glas. Würdest du sagen, du kriegst ihn rein? Was? Was meinst du? Du hast doch gerade selbst gesagt, Buttplug. Hä? Buttplug für Badezimmer. Für so Stöpsel, ja, für eine Badewanne. Ja, kriegst du den in deinen Badewanne, in deine Dings rein, in deine Badewanne rein. Weiß nicht, ich glaube, der ist zu groß. Hier unten dann noch auf jeden Fall eine wunderschöne Jägerhütte auf Schwarzwald mäßig. Okay, sehr schön. Hier baut jemand sich einfach ein Schiff. Ich glaube. Oh mein Gott, das ist wild, Tobi. Guck mal hier. Das ist umgefallen. Siehst du das? Das ist ja umgefallen. Digga, was? Aber es sieht echt wild aus. Bro, warte mal, komm mal hier rein, Digga. Man geht hier also rein, ne? Ja. Dann ist hier so eine Brücke und der Pepega, Digga, der hat sich einfach ein... Bro, der hat sich ein Aquarium. Digga, du bist unter Wasser. Wofür brauchst du ein Aquarium? Ich schwöre dir, das ist wirklich Montana Black. Wenn Montana Black unter Wasser wohnen würde, er würde sich trotzdem Aquarium kaufen, Digga. Mit LEDs drin. Nee, wirklich krass. Wirklich, wirklich insane. Also ehrlich, das ist einfach nur krass. Guck mal hier hat sich jetzt auch nochmal so Türme. Ja, es gibt überall so Schätzchen einfach. Boah, Bro, guck mal hier. Hier wohnt der böse Zauberer, ne? Der hier. Hier wohnt er. Der ist der böse Zauberer, Tobi. Tobi, der böse Zauberer ist hier. Ja, red nicht, Alter, red nicht, ist in Ordnung. Ja, Turm von einem bösen Zauberer. Mäßig, Digga. Dann hier. Oh, what the... Bro! Tobi, Bro! Bro, Tobi! Hello, man! Bro, Tobi, Bro! Hey, yo, man! Bro, Tobi, tippe dich mal zu mir, Bro! Oh, Bro! Was? Digga! Sandy's Base, aber mit Loch drin, dass die ertrinkt. Dings. Oh mein Gott, ist das cozy, Digga. Guck mal, wie schön das hier unter Wasser alles aussieht.
Oder das schön, ist wirklich wild. Schön Studying-Musik anmachen mit diesem E-Girl da. Guck mal hier. Hier einfach so eine kleine Koralle, wo man so reingeht oder so. Wirklich, wirklich schön, Mann. Wirklich. Hier hat einer gar nicht verstanden. Der hat auf jeden Fall hier... Okay. Also, Bro, du hast unkrautmäßig, ne? Sieht sehr wild aus, ja. Sag dir so, wie es ist. Hier ist ein bisschen Unkraut in deinem Haus drin, aber das passt auf jeden Fall. Würde ich mich drum kümmern, ganz schnell. Hier jetzt nochmal ein Schiff unter Wasser. Hier sind wir wieder im Bikini Bottom. Also, all in all, Digga, wirklich... Ganz, ganz, ganz wild. Guck mal, hier geht's auch noch bei dir. Waren wir doch gar nicht hier in der Ecke. Hier sind so sauhässige Holztürme. Brauchen wir gar nicht drüber reden. What the f, Bro? Digga, Thumbnail. Ey, guck mal. Junge, wie geil ist das, Digga? Digga, da hat sich jemand Mühe gegeben. Also ganz ehrlich, all in all, wirklich, wirklich wild. Wirklich, wirklich wildes Community-Event. Ich würde sagen, Digga, wir schallern den Hasen nochmal ein paar Tage weiter durch und schauen mal, was sich hier noch so entwickelt. Wir werden den Wasserspiegel natürlich auf Survival-mäßig immer weiter anheben. Oh, guck mal, hier ist einfach so ein Pfeil oder sowas. Auch geil, ne? Also ehrlich, all in all, ziemlich, ziemlich nice. Ich bin das erste Mal wirklich stolz auf meinen... Ja, ne, Digga, sowas kann ich nicht sagen, Tobi, ne? Aber ist schon nicht schlecht. Hier ist ein riesiges Fass, Alter. Team Lager Bambus. Ach, Team Lager Bambus. Wahrscheinlich Team Bambus Lager, so ein Ding. Bro, kurz Schlaganfall gehabt, Mom. Also auch dieses Yellow Submarine hier, dieses U-Boot. Ganz, 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 ganz nice. Wirklich insane. Habt ihr sehr, sehr gut hinbekommen, Mann. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, schmeckt auf jeden Fall einen Like-Button nach oben. Genau so habe ich das sagen wollen. Ja. Und das war's an der Stelle komplett von meiner Seite. Ich bin damit raus. Und ja, Twitch Prime ist kostenlos, ne? Tschüss.